Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, habe die sehr, sehr schwere Entscheidung zwischen der Fujifilm X70 und der Ricoh GR2 gehabt. Über beide sehr viel gelesen, beide probiert und mich für die GR entschieden. Oft im Internet anders gelesen, aber beide Cams ...... haben top ab. AF-Performance ist schwierig zu beschreiben, gefühlt nehmen die sich nicht viel und in den Blogs kann man Sonntag und Sonntag lesen ...... haben die gleiche Leitzahl 5 beim Blitz ...... haben sehr durchdachte Menüs und durch den hohen Anpassungsgrad der Buttons steht die X70 der GR nicht nach. ...... sind für Profis. Die X70 mehr für bewusste Fotografie, die GR mehr für Street-Geeks. ...... haben eine digitale Anzeige für fokale Distanz ...... haben Focus Picking ...... wechseln automatisch in den Makromodus. ...... haben vorgesehene Ösenhalterung für einen Tragegurt. Punkte, die für die Fujifilm X70 sprechen ...... plus Flash Recovery Time ist nach meinem Ausprobieren doppelt so schnell wie bei der Ricoh. Letztere braucht 3-4 Sekunden, was echt nervig ist. ...... erscheint stabiler, keine ausfahrbaren Teile oder feine Lamellen plus JPEG von so guter Qualität, dass direkt nutzbar sind plus feste Linse und somit kaum Gefahr, dass Schmutz auf den Sensor dringt plus schneller bereit zum Shooten plus besserer Weißabgleich plus bisschen besser bei Dunkelheit bzw. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.